get to where you are. And I would live a million lonely lifetimes. Hallo, herzlich willkommen und grüß euch zu Markus Burkhardts Pflanzenporträt. Eine absolute wunderbare Pflanze im Porträt. Berauschender Duft. Unser einheimisches wildes Silberblatt. Ich werde euch mitnehmen auf eine wirklich lässige, schöne Wanderung. Die habe ich mir gegönnt. Digga, gönn dir. Ich habe mir eine Wanderung gegönnt. Ich habe zu viel gehackelt, gearbeitet. Und da bin ich mit dem Niklas, nicht weit, aber so 20 Minuten, eine halbe Stunde, geht man zu einem schönen Wasserfall, da bei uns in der Nähe. Und seit Jahren schreiben wir es immer auf und ich übersehe es immer. Aber heuer haben wir es perfekt erwischt. Das Silberblatt, und zwar das mehrjährige oder das wilde Silberblatt, muss man unterscheiden vom einjährigen Silberblatt, das sehr, sehr viel kennen und wahrscheinlich auch im Garten haben, das sehr ähnlich ausschaut. Aber das mehrjährige ist halt insofern cool, es ist halt mehrjährig. Es ist eine wunderbare heimische Staude. Ja, wir sind sehr kurz entschlossen. Am Samstagnachmittag haben wir uns auf den Weg gemacht. Da haben wir uns auch ein bisschen Action gegönnt und sind über so einen Baumstamm balanciert. Nicke hat ein bisschen einen Unfall hingelegt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Und dann haben wir es schon gerochen. Wir haben es wirklich schon von Weitem gerochen, den unglaublichen Duft. Und da ist ein unglaublicher Bestand, ein natürlicher Bestand von diesem Silberblatt, das übrigens zwar schon gut verbreitet ist, Österreich, in Deutschland fehlt es im Norden, also ganz oben fehlt es. Aber so bis mittel oder ein bisschen drüber ist es vorhanden. Es ist ganz gern in den Alpen, weil es da einfach die Luftfeuchte hat. Zentralalpen, aber auch in die Karawanken zum Beispiel. Aber es ist ein Europäer, also wirklich ein Mitteleuropäer, der sich bei uns sehr wohl fühlt. Ja, und dort haben wir dann diesen unglaublichen Bestand bewundert, der hunderte Meter weit nach oben geht. Ein schwerer Duft, das wäre mal wirklich ein Ausflug am Abend auch wert. Aber es ist jetzt das Wetter einfach so grimmig kalt geworden. Heute haben wir 4 oder 5 Grad. Wenn wir dort waren, haben wir sicher 20 Grad gehabt. Ja, war ein schöner Ausflug, ein beeindruckender Ausflug. Ich hoffe, ihr genießt die Bilder. Also unser einheimisches Silberblatt ist wirklich eine wunderbare Pflanze für Halbschatten, auch schattig. Es liebt eine hohe Luftfeuchte. So hat eine Zeit gedauert, bis ich den richtigen Platz im Garten rausgefunden habe und da ist super. Da fange ich das Gießwasser auf in eine Badewanne und es ist eher ja, einigermaßen luftfeucht, auch durch die Beschattung da. Oben drüber ist ein Palmkatzerl. Lunaria rediviva heißt das mehrjährige Silberblatt oder wildes Silberblatt, finde ich auch lässig, weil es ist ein bisschen wild. Der Name ist schon mal wirklich gut passend, fast poetisch. Lunaria, der Mond, weil es bildet dann so talerförmige Fruchtstände aus, die eben an einen Mond erinnern, sind wirklich sehr, sehr schön, auch sehr zierend, kann man hernehmen als Deko im Raum drinnen zum Beispiel oder irgendwo in einer Vase geben. Und rediviva bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt so viel wie wieder zum Leben erwachend. Das passt ganz gut, weil es gibt eben das Einjährige, das verschwindet ja nach der Blüte, und das Lunaria rediviva, das erwacht jedes Jahr aufs Neue zum Leben, wobei man einschränken muss, es wird nicht sehr alt, es ist vielleicht eher kurzlebig, das steht jetzt da sicher, war auch schon 4-5 Jahre da, und sieht sich sehr brav aus. Das ist eine der guten Eigenschaften auch. Das heißt, selbst wenn es da einmal verschwindet, ich kann euch dann da
ich brauche nur ein bisschen schauen, da ist ein Sämling, direkt da hinter meine Füße ist ein Sämling, da ist ein schöner Aufgang, oben ein Kompostgarten. Also rundherum gehen die Sämlinge auf und sorgen so eigentlich für immer mehr von diesem. Es ist ganz ein feiner, angenehmer, eleganter Duft, den diese Blüten verströmen. Kehren dort zu den Kreuzblütlern, sieht man ganz super an der Blüte, so wirklich eine schöne kreuzförmige vierzählige Blüte, zu der auch zum Beispiel der Kohl kehrt oder die sehr nah damit verwandte Mondviole, ein bisschen vom Namen her Hesperis, Hesperis matronalis, man könnte zu der auch Mondviole sagen, also das ist nicht so eindeutig von den Namen her, deshalb sage ich lieber Silberblatt, weil es einfach super passt vom Samen. Stand her. Und alle, die sich mit Wildbienen gern beschäftigen, da klingelt es jetzt wahrscheinlich schon, weil diese Brassicaceae, also diese Kohlgewächsartigen oder Kreuzblütler, die sind sehr, sehr beliebt bei ganz vielen Wildbienen und vor allem, so ist es auch beim wilden Silberblatt. Erstens zieht es eine große Menge an von verschiedenen Wildbienen und zweitens sind etliche dabei, 5, 6, 7 Stück, irgendwas in die Richtung, die spezialisiert sind auf diese Familie, das heißt, die brauchen tatsächlich nicht unbedingt genau das Silberblatt, aber damit sehr nah Verwandte und dort wird dann der Pollen gesammelt, um eben diesen an die Larven zu verfüttern. Aber ich glaube, es sind knappe 40 irgendwas, vielleicht ein bisschen mehr, weniger. Wer weiß das schon, wer hat sie alle gezählt? Wildbienen, die vom Silberblatt profitieren, obwohl interessant ist, dieser unfassbare Duft wird hauptsächlich deshalb produziert, er wird gen Abend immer stärker, immer kräftiger, um Nachtfalter anzulocken. Er lockt da eine große Menge von Nachtfaltern an und ist auch eine Raupenfutterpflanze. Zum Beispiel kennen sicher viele von euch der Aurora-Falter, wunderschöner Schmetterling, den man oft im Wald sieht, weil da hat er seine Futterpflanzen auch zum Beispiel an der Knoblauchrauke. Aber auch der Kohlweißling, na klar, Kohl, Kohlgewächse, Kreuzblütler, der legt da auch seine Eier ab. Aber auch Schwebfliegen, Käfer, also alle möglichen Insekten lieben unser Silberblatt. Und wir Menschen oder die menschliche Nase, die liebt es auch besonders. Wer ein großes Herz hat fürs Silberblatt, der schaut, dass vom Boden her, ich würde mal so sagen, ein typischer Waldboden, also frisch bis feucht, also nicht zu trocken, trocken mag es gar nicht, nährstoffreich. Und im Wald ist es oft auch relativ locker, also viel Luft drinnen im Boden und sowas mag es. Also es funktioniert schon auf schweren Böden, wir haben eher schwere, aber da hat es jetzt jahrelang Zeit gehabt, durch Anreicherung vom Laub und so weiter, ist es so richtig ein schöner Laubmullboden geworden. Und da taugt es einem, da fühlt sie sich wohl. Und wenn sie es in Ruhe lässt, es wird sich selber aussahen, wie lange blüht es, würde einmal sagen, 2 bis 4 Wochen, hat jetzt vielleicht keine ultralange Blütezeit, aber wie gesagt, der Duft geht am Abend aus, an einem schönen warmen Tag, es ist ein Wahnsinn. Und man kann dann die Samen ernten, selber aussehen. Hundertprozentig traue ich es mir nicht sagen, ja, müsste ein Dunkelkeimer sein, sicher auch ein Kühlkeimer, das heißt, der hat es ganz gern, wenn es kalt lagert im Winter und dann setzt ihn einfach im Frühjahr an, ein bisschen mit Erde bedecken. Keimen eigentlich ganz gut. Übrigens, es ist traurig, aber wahr. Es ist, glaube ich, momentan ausverkauft. Also ich habe die letzten, glaube ich, heute oder gestern verschickt. Aber wir haben einige getopft gestern. Ja, gestern haben wir es getopft. Kommt man dann eigentlich schnell schauen. Das sind jetzt Babypflänzchen, die wir vorher gesehen angesehen. Also ich schätze, so in 4 bis 6 Wochen ist wieder ein Schwung auf jeden Fall vorrätig von dieser Traumpflanze. Schau, sieht man schon. Das ist genau das Blattl. In Mini, das Mini-Herzblättchen. Naja, ein paar haben wir gemacht, immerhin. Was werden das sein? 1, 2, 3, 4. Ja, ein paar sind es. Also, vielleicht mit ein bisschen Geduld haben wir es wieder. Sorry. Das ist die Gärtnerei. Die Gärtnerei ist kein Wunschkonzert. Was soll ich machen? Es ist nicht immer alles da. Es ist eh, ich muss mich echt auch mal wirklich herzlich bedanken für alle, die bei uns immer wieder einkaufen. Das ist ein Wahnsinn, weil ohne euch war ja das eh nicht möglich. Jetzt haben wir da unsere neue Fläche schon langsam in Betrieb genommen. Aber es ist echt oft schwierig und es klingt jetzt komisch,
Aber man hat das oft irgendwie nicht so im Griff. Dann ist wieder ein Pflanzen aus, weil es so rasant bestellt wird. Oder man hat den Bestand falsch eingeschätzt. Oder am Donnerstag plündern manche Leute unsere Pflanzen. Und dann fällt es natürlich im Shop wieder. Also da wirklich Entschuldigung, wenn wir nicht immer alles liefernd haben oder manche Dinge im Shop zu spät auf Ausverkauf sind. Daran arbeiten wir. Da werden wir sicher besser werden. Aber es wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Aber danke. Auf jeden Fall wirklich herzliches Dankeschön. Übrigens, Kulinarik. Wirklich ein Wahnsinn. Du kannst es auch essen, das Silberblatt. Und ziemlich alles vom Silberblatt. Du kannst die Blätter, jetzt werden es vielleicht schon ein bisschen derb sein vom Geschmack, aber im Frühjahr wirklich eine lässige Beigabe, zum Beispiel für einen Salat. Da ist ganz fein hacken, schneiden, Hackkräutermischungen nennt man sowas. Kennt alle möglichen Sachen damit ein bisschen aufpeppen oder würzen. Also viel schöner geht es nicht. Kann man für alles Mögliche hernehmen, aus essbare Deko. Und sogar die Samen könnte man, die sind so ein bisschen schärflich, könnte man zum Beispiel zermusen und so ein bisschen senfartig hernehmen oder einfach haben so einen angenehmen weichen Biss, also ein bisschen schärfere Beigabe, wie auch immer. Ja, okay, man soll die Samen nicht in großen Mengen essen, das ist dann wieder, weil oft angegeben ist, leicht giftig. Naja, okay, aber auf die Nacht trinkt man 2-3 Schnaps, oder? Also was ist mit leicht giftig? Also wenn ihr ein paar Samen esst, das wird euch nichts passieren, absolut nicht. Und ein halbes Kilo könnt ihr nicht ernten, das wird sich nicht ausgehen. Also sie ist bekömmlich, aber nicht in großen Mengen. Ah ja, sogar die Wurzel. Wurzel hat also diese Schärfe. Wenn er nicht schade ist oder wenn man viel hat im Garten, könnte man die Wurzel ausgraben, auch wieder zusammenhacken oder so fein zermusen. Hat so eine angenehme Schärfe. Also ihr seht, man hat früher diese Pflanzen sicher viel mehr wie heute kulinarisch verwendet. Und wenn man große Mengen hat, dann spricht ja nichts dagegen, dass wir uns auch hin und wieder dran erfreuen können. Unglaublich, aber wahr, so schaut es heute aus in der Früh bei uns. Wir haben gestern Draht, es hat uns zugeschnitten, wir haben ja knappe 5 cm. Wir werden euch, haben wir uns gedacht, wir geben euch einfach Bescheid, wenn unsere Pflänzchen denn fertig sind, weil es wird sicher einen Monat, zwei dauern bei diesen Temperaturen. Es dürfte jetzt eine Woche so winterlich bleiben. Unglaublich. Ist so. Mein Herz schlägt wirklich stark für die Lunaria rediviva, fürs mehrjährige Silberblatt oder wilde Silberblatt. Ist echt eine coole, unterschätzte Staude irgendwie, die gar nicht so bekannt ist. Man glaubt dann auch gar nicht, dass das heimisch ist, dass sowas Schönes. So weit haben wir es gebracht. Aber die wächst bei uns wirklich in die Berg, ist ein Traum. Wir freuen uns natürlich über ein Like. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr diese Pflanze liked, also mögt. Und vielleicht probiert es einmal aus. Abonnieren kann man den Kanal, kostet nichts, ist immer gut für den Algorithmus, also für die Reihung, dann sehen das mehr und dann werden vielleicht noch mehr Leute diese Pflanze wiederentdecken und schätzen. Das würde mich natürlich freuen, weil es echt, das sind so Pflanzen, die hat man nicht so irgendwie am Radar und sind aber trotzdem absolute Top Insektenpflanzen, also ökologisch wirklich bedeutsame Pflanzen und da kennt's ganz, ganz einfach für die Tierwelt, in dem Fall auch für Bienen und Schmetterlinge, was Gutes machen. Ciao, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt rein, weil es ist saukalt. Tschüss. Die werden wir sie genehmigen am Salat. Nicht schlecht. Jetzt gehen wir Skifahren, ha, Alina? Ja, gerne.